In der letzten Episode. Answer me, Jensen. Where are you going? Hell if I know, Pritchard. Hell if I know. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei Deus Ex Human Revolution. Ja, wir hängen in einem Stuhl fest. Die letzte Folge lief ja erstaunlich falsch quasi. Wir sind jetzt gefangen auf einem Schiff. Ja, wo wir eigentlich uns nur mitnehmen lassen wollten, illegal, und die wollen uns jetzt tot machen. Ja, und sie wollte wissen, irgendwas mit unprivilegierten Kriegsteilnehmern. Ja, wir scherzen natürlich, wir sind ja, wir machen einen auf 80er Jahre. Actionheld. Unprivilegierte Kriegsteilnehmer macht sich bestimmt gut in meinem Lebenslauf. Unprivileged belligerents. I can't wait to see how that looks on my resume. Keep laughing, funny man, because in my experience, comedians always break first. Still, when they found you in that cargo container, you did manage to take out a number of highly trained men. Tell me something, Hotshot, do you enjoy taking people's lives? Das waren wir nicht, das waren die Roboter. Nicht, wenn ich die Wahl habe. Jedenfalls schlafe ich deshalb nicht schlecht. Nein. Not if I'm given the choice. Oh, but you had a choice. When you decided to blow up our port. Don't know what you're talking about. Like hell you don't. We may not know who you are, yet. But Burke's running your profile as we speak. High-grade combat spec augmentations, built to be somewhat unnoticeable so you blend in with the civs. Someone spent an awful lot of money creating you. Lucky me. So I guess the real question is, are you a terrorist? Or some kind of corporate thief. scheint sie irgendwie gerade, dann finden sie es raus. Wäre es ihnen lieber, wenn ich keines von beiden wäre? Would you be happier if I told you that I'm neither? You have absolutely no idea of the shit you're in, do you? Rifleman Bank Station is a black site, it's off the grid. No one will come and rescue you. No one even knows where it is. You'll be dropped into a deep, dark hole and never see the light of day again. Stew on that for a while, tough guy. Commander Burke and I are returning to the base. Keep a close eye on him. You've secured his gear? Yes, sir. Locked in one of the rooms upstairs, sir. Good. And you have your orders. Pritchard. Are you there? Pritchard? Damn it. Huch. Was ist denn jetzt passiert? Wir sind frei. Haha, wie cool. Ja, wie sind denn unsere Augmentations? Sieht nicht so gut aus. Wir sind, glaube ich, ziemlich. Ich glaube, sie sind tatsächlich alle weg. Alter Schwede. Okay, was ist hier los? Nix. Okay. Na, guck mal. Ja. Tschüss. Huch, wo geht's denn hier lang? Reisender. Naja, wenigstens sammeln wir schon wieder fleißig Punkte. Welche Richtung? Haben wir eine Karte? Was steht denn da? Entkommen und meine Ausrüstung finden. Das klingt ja easy. Ist das nicht da vorne? Oder bin ich jetzt falsch? Was? Wo? Da geht's dann wieder raus. Okay. Na, ich bin falsch gelaufen, alles klar. Okay, ich muss da geradeaus vorne. Aber ich komme da nicht raus, richtig? Na, hier ist Sackgasse. Verdammt, ich muss da hier raus, okay. Wir machen nur zwei Batterien, aber gut, viel mehr hatten wir vorher auch nicht. Okay. Wo die immer die auch sind, wo sind die denn? Ach, die sind hier hinter, okay. Ich muss halt irgendwie da durch. Okay, Leiter, okay. Wo sind die denn? Ah, da. Alles klar. Was, du bleibst jetzt da stehen? Na, verdammt. Was machst du jetzt? Zocken. Das ist ja sehr, sehr clever. Ach, wisst ihr was? Hallo. Stop him!
So, hallo. Kommt jetzt noch jemand oder nicht? Where is he? Oh. Verdammt. Okay, es sind also nicht nur zwei. Naja. So, wo, auf welcher Seite sind wir hier? Wir müssen ja eigentlich nur da raus. Shit. I'm glad Burke and the LT are flying back to the base. They both look ready to tear someone's head off. And not each other's for once. Doesn't surprise me. I get the feeling this guy's not the talkative type. Probably can't even feel pain anymore with all that. Oh Gott, wir haben nichts. Shit, 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 shit. Toll, das lief ja gut. Was ist das? Untersuchung der Explosion in Hafen von Hengscher verzögert, aha. Okay. Die sind jetzt etwas aufgeregt da oben. Dass der da sofort losgeht, ist ja krass. Ja, ich schätze, ich werde da nicht drum herum kommen, als die Leute zu töten. Weil ganz ehrlich, viel mehr Sinn wird das kaum machen. Die gucken jetzt in die andere Richtung. Das wäre ja fast meine Schnur. Ach, jetzt guckt er wieder hierher. Verdammt. Damn, am I hearing things? Ja, ja. Idiot. This is the spot. Keep looking. Someone must be there. Look around. The killer could be here. Ja, ist dann halt nicht mit. Mit Leuten leben lassen wird so nix. Da kommst du ja nicht weit. Sind die schon hier drin gewesen? Nö, da kommen sie nicht rein. Aber es sind viele, alter Schwede. Allein drei in dieser Ebene. Hi, Jungs. Okay, die Batterie ist wieder voll. Okay. Der eine geht darüber, okay. Wie sieht's hier aus? PDA. An alle Einheiten. An alle Einheiten, die derzeit unseren neuen Gast bewachen. Wenn sie das hier halt müsste, die IT, die Sicherheitsmasten in den Unterdecks und Laderäumen gemäß Commander Burkes Anforderungen verstärkt haben. Leider hat die Technik vor dem Feuerraum das Falschtastenfeld aktualisiert, sodass wir da unten aus Sicherheitsgründen doppelt patrouillieren, bis wir dieses Arschloch von Bord geschafft haben. Hier sind die ersten Codes. Außerdem sorgt die Installation dieses dämlichen EMP-Stuhls anscheinend für Chaos in der Hilfsenergieversorgung, denn wir erhalten ständig Mitteilungen über zeitweilige Energieausfälle in einigen Sektoren. Wenn Ihnen auffällt, dass irgendetwas offline geht, erstatten Sie sofort Ihrem Vorgesetzten Meldung, damit wir ein Reparaturteam losschicken können. Okay, wir haben natürlich einen Schuss, ist natürlich jetzt nicht so wirklich viel. Okay, der guckt darüber. Kommt er jetzt hierher oder was? Er weiß es, glaube ich, selber noch nicht. Hm. Na, verdammt, die zwei sind da drüben verschwunden. Wahrscheinlich müssen wir hier durch. Okay, der taucht da wieder auf. Kommen wir irgendwie hier ran? Ja, Tatsache. Na, okay, da ist er. Ja, der muss jetzt leider warten, bis er hierher kommt, weil wir haben zwar 100 Punkte, aber wir haben null Deckung. Das ist echt krass. Wir sind quasi sofort weg. Wenn wir da von einer Schrotflinte oder sowas getroffen werden. Das ist echt krass. Komm, dreh dich mal um, Junge. Alles klar. Ich dezimiere euch einfach, Leute. Das ist mir doch scheißegal. Mal zwischenspeichern. Da müssen wir nicht so viel neu spielen, falls wir drauf gehen. Ach, tatsächlich. Ja, ja, das ist schon. Okay, das waren zwei hier. Okay,
Der haut dahin ab. Ist das unsere Chance hier und... Danke. Unsere Credits haben sie nicht genommen. Was soll man hier hacken? Toll, wir können nur Stufe 1 hacken. Krass. Das ist echt krass. Okay. Warte mal. Nimm mal die Knarre und lad die mal nach. Wir haben nur 4 Schuss. Das ist nicht wirklich viel. Das sind 3 Leute, wenn mich alles täuscht. Die sind alle gut bewaffnet. Das heißt, eigentlich kommst du mit dieser Knarre nicht weit. So, steck die mal wieder weg. Kommt der jetzt hier her? Oder wo geht denn der hin? Ich trau mich da nicht rein. Ja, was denn du? Der kommt jetzt zurück. Na toll. Ich würde halt gerne mal bis zu dieser Kiste. Gut. Bisschen gewagt, aber... Das ist dein Kollege. Nicht nur ein Körper. Ja, immer noch nichts. Okay. Wir warten mal einen Moment, bis wir wieder Munition haben. Oh, Energieregel, geil. So. Okay, hier ist zumindest mal ein einzelner Raum. Die Kamera schaut ja nur dahin. So. Ein E-Book. Jus ad bellum. Der Aufstieg privater Sicherheitsunternehmen. Ich glaube, das hatten wir schon. Ich glaube, das hatten wir schon. Oh, geil. Lecker. Ein Bier bringt 5 Leben. Naja, ist ja sehr realistisch. Huch. Da kommt man um die Kamera herum. Oh, hier sind noch mehr. Echt krass. Boah. Wo ist der denn? Ist der auf dieser Ebene? Nee, der ist doch... Aft and bow thrusters full back. Hat. Wenn ich runtergehe, dann wird der... hier ist doch keiner, oder? Nee, die sind eins weiter oben, okay. Ich dachte schon. Okay, gut. Wir müssen mal weiterkommen hier. Huch. Okay, so, wo sind wir jetzt? Wir müssen ja hier dann herum und dann... Ja, man muss halt komplett einmal rundherum. Und das ist super. Da ist nix. Wie sieht's hier aus? Sieht ruhig aus. Aha. Ist da irgendwas dahinter? Nein. Sicherheitsstufe 1. Ach, ich gebe das jetzt ein, ganz ehrlich. Toll. Ja, ich habe mich halt vertippt. Ganz ehrlich, schon so viele Erfahrungspunkte hier. Was ist hier? Nix. Schade. Ja, wirklich viel Loot haben wir ja nicht. Okay. Zwischenspeichern. Rauf gehen. Okay, warte mal. Wo sind wir? Wir sind hier. Wir müssten entkommen und meine Ausrüstung finden. Wir müssten links rum. Da kommt einer. Okay. Die sind natürlich, kommen natürlich jetzt alle hierher. Das ist halt ein bisschen blöd. Kommen die aber auch runter? Das ist halt die Frage. Oh, das sind wieder so viele.
couldn't have slipped away. Find him! Oh, drei Schüsse in der Schrotflinte. Affirmative. Down here is clear! What? Du bist doch gar nicht unten, du Hampel. Calm down! He got away. Make sure he doesn't next time. Searching next point. Affirmative is clear. Okay, die da unten, die laufen schon mal weg. Ja, was denn du? Okay, die hauen gerade ab. Falls ihr irgendwelche Probleme hier ist, der Code für die neue Leser auf ihrem Deck. Okay. Okay, da kommt der Nächste. So. Wieder einer weniger. Ja, der kommt doch runter. Schattenspiele. Was? Ernsthaft? Ja, und gehst jetzt? Ja, ihr seid super Söldner. Dreht er sich nochmal um? Nein. Krass. Okay. Noch ein PDA. Noch ein Code. Okay. Ich muss wahrscheinlich sich wirklich die Codes. You didn't hear that? You're imagining. Komm mal denn hier hin? Keep your eyes open. I don't like what's going on here. Okay, gehen wir ein Stückchen nach vorne. Weil wir kommen hier mal wieder nicht durch hier. Wir müssen also wieder wahrscheinlich irgendwo, keine Ahnung. Irgendwo außen rum und dann hier durch, irgendwie sowas. Was macht der da? Geht er zurück? Bleibt er hier? Da oben. Okay, so kommen wir nicht hoch. Jetzt kommt er wieder zurück, kann das sein? Scheint so. Ein Hypo-Stim, das ist cool. Sehr schön. Da kommt schon der Nächste. Nö, nee, der denkt sich nichts. Nee, da gehe ich nicht hin. Da bin ich ja genauso tot wie der. Adjusting main ballast tanks. Drop and draft 2 meters. Was macht er jetzt? Jetzt geht er. Na ja, dann geht er halt. Dann nehme ich mir halt eine Kiste. So einfach ist das. Ah ja. Hier rum und da vorne steht noch ein Typ da. Holding for dog confirmation. Komm. What happened? This is the spot.
bist nur noch alleine, Junge. Clear landing pad for liftoff. Rifleman Bank Station controls confirmed. Oh, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Oh, ich geh lieber. Slowing to 5 knots. Ja, wunderschön. So, hallo? Hast dich jetzt entschieden, was du da drüben machst? Das sieht man so nicht. Ist irgendwo in der Richtung hier. Adjusting main ballast tanks. Drop and draft 2 meters. Gut. Etage sauber. So einfach ist das. So, dann machen wir das Ding. Was? Das Ding aus. Okay. Gut, wo muss ich lang? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Warte mal, da drüben. Ich muss hier rüber. Da. Hä? Da gibt es noch eine Zeitung, okay. Clear landing pad for liftoff. Rifleman Bank Station Control. 9G11VJ4M. Naja. Ah, ist nicht case-sensitiv. Gut. Sehr schön. Dann kann man das hier, das Ding ausschalten. Ist hier jemand drin? Hallo? Na, guck mal, da kann man nochmal durchlaufen. Hm. Geht's hier lang? Aha. Gibt's hier nochmal Punkte vielleicht oder so? Huch, das ist aber ein großer Bereich. Ach, guck mal. Ah ja, noch irgend so ein Code. Thrusters fall back. Slowing to 5 knots. Wo bin ich denn hier wieder? Okay, wir gehen jetzt einfach mal darüber. Wir wollen ja hier auch vorwärts kommen, Leute. Ist halt ein bisschen schwieriger, wenn man halt gar keine extra Augmentations hat. Ach. Ja, das hier sieht ja nicht so gesund aus. Okay, gut. Da unten kommen wir nicht durch. Dann müssen wir halt doch oben lang. Oh, na, hier nicht. Thrusters fall back. Slowing to 5 knots. Ja, das sagst du schon die ganze Zeit. Wo kommen wir jetzt hier wieder raus? Das ist der andere Raum, okay. Was ist hier? Ach nee, das war der Raum, alles klar. Dann machen wir hier mal die Laserdinger aus. Wir haben ja für alles Codes hier. Clear landing pad for liftoff. Gut. Rifleman Bank Station Control confirmed. Ah, da komme ich auch rein. Sehr schön. Aha. Ach, da wären wir rausgekommen. Alles klar. PDA. Wenn Sie das hier lesen, sind Sie noch am Leben. Gut, sorgen wir dafür, dass es so bleibt. Ich konnte Ihre gesamte Ausrüstung beschaffen, aber auf dem Boot werden Sie nicht viel Munition finden. Was Ihre Augmentierung angeht, müssten die Praxiskits dafür sorgen, dass Sie praktisch wieder neu sind. Oder zumindest fast. Ruhen Sie sich einen Moment aus, aber vergeuden Sie keine Zeit. Unser Zeitplan ist sehr eng und es hängt viel davon ab, dass Sie überleben. Ja, das sehe ich genauso. Okay. Adjusting main ballast tanks. Drop and draft 2 meters. Pritchard, is that you? Brauche ich nicht. I'm unlocking the door. You're breaking up. Fine, the CIC. Huch. Okay, ich glaube, der erste Praxiskit, den wir machen, ist hier. Wir müssen mehr tragen können. So. Haben auf jeden Fall schon mal das. So. Okay, das waren leider nicht alle Praxiskits. Verdammt. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen 5 Meter in die Richtung. Ist ja super. Und was war die Mission? Ich glaube, Richard versucht, Kontakt mit mir aufzunehmen. Ich habe ein verstümmeltes Signal empfangen, als mein Infolink wieder online kam. Wenn ich es zum Hauptfunkraum des Schiffs schaffe, könnte ich die Anlage dort benutzen, um den Kontakt wiederherzustellen. Raus aus dem Regen. Sonst ist hier nichts, oder? Ich will jetzt nichts übersehen hier, aber ich fürchte... Ja, keine Ahnung, brauche ich eigentlich nicht. Und die Praxiskits haben wir nur die paar. Verdammt.
Na gut. Na, auf jeden Fall können wir wieder was tragen. warte mal, wir müssen jetzt wieder hier außen herum, alles klar. Thrusters, fall back. Ja, ja, wir wissen ja. Okay, was ist da? Warning. Unstable load detected. Echt? Oh. Ja, ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ziemlich krass, wie es hier wieder abgeht, alter Schwede. Ja, wir kommen leider nicht herum, die Leute abzukillen, weil sonst beleben die sich gegenseitig wieder. Das bringt auch nichts, weil so schnell kann man es halt nicht wieder hochladen. Die Akkus sich nicht auf, dass wir die alle platt machen können. Und im Sinne der, wie soll ich sagen, des Let's Plays, wie ich sage, ein bisschen beschleunigen. Ich will es jetzt nicht zu lange machen, also von daher, naja, machst du nichts. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch eine coole Zeit. Macht's gut. Ciao.